Hell in a Cell ist der nächste WWE Pay-Per-View. 110 Minuten Matchzeit hier in meinem Booking-Video. So würde ich den ganzen Pay-Per-View durchbucken. Viel Spaß mit diesem Video. Wir starten direkt rein mit dem WWE Raw Tag Team Champion Titel Match. Dolph Ziggler und Drew McIntyre gegen Dean Ambrose und Seth Rollins. Das Tag Team Match als Opener, das die Show direkt Fahrt aufnehmen lässt. Hier sind absolute Könner im Ring, deswegen können wir absolut auch was erwarten. Braun Strowman kommt irgendwann als Freund von Ziggler und McIntyre quasi dazu. Zum Ende kommt er raus und sorgt durch Ablenkung unfair zur Titelverteidigung von McIntyre und Ziggler. Strowman, Ziggler und McIntyre verprügeln dann Ambrose und Rollins, um Roman Reigns herauszulocken. Das ist der Plan von ihnen. Roman Reigns kommt dann auch raus, wird auch noch verprügelt und Strowman schlägt immer wieder mit dem Stuhl auf das Bein von Roman Reigns ein, verletzt ihn also hier direkt zum Start des Pay-Per-Views. Reigns zählt diese Beinverletzung, muss Backstage behandelt werden und zieht die Verletzung dann in den Main-Event später, dazu dann gleich mehr. Wir gehen weiter zu einem Hell in a Cell Match. Jeff Hardy tritt an gegen Randy Orton, 15 Minuten Matchzeit. Das Match hier muss von Brutalität und von Spots leben, von dem technischen Wrestling wird es nämlich, glaube ich, nicht leben. Randy Orton greift wieder durch, und zwar durch das Ohr von Jeff Hardy. Das kann man als Callback-Spot auf jeden Fall bringen. Ansonsten gewinnt Jeff Hardy in meinem Szenario, holt sich den Sieg nach einer Swanton Bomb und baut damit Momentum auf. Ich finde es sehr, sehr wichtig, Jeff Hardy jetzt zu pushen, weil er einer der wenigen richtig guten Faces bei SmackDown ist. Und deswegen wäre hier ein Sieg auf jeden Fall angebracht. Daniel Bryan und Brie Bella sind auch zwei Faces, die gute Reaktionen ziehen. Treten an gegen The Miz und Maryse. Hier würde ich 10 Minuten einfach geben. Mixed Tag Team Action. Daniel Bryan hat im ersten Match beim SummerSlam gegen The Miz unfair verloren. Auch hier unterliegt er wieder. Und wieder setzt The Miz auch hier wieder unfaire Taktiken ein. Er zieht Brie Bella vom Ringrand, als Bryan gerade am Boden war, greift also quasi Bryans Frau an. Der wird richtig aggro. Maryse greift dann auch noch mit ein und The Miz besiegt quasi mit der Hilfe seiner Frau, mit Hilfe unfairer Mittel, Daniel Bryan zum zweiten Mal. Wieder ekelhaft, wieder unfair und die Fehde geht weiter und wird immer intensiver, weil The Miz immer ekelhafter wird und jetzt sogar auch noch die Frau von Daniel Bryan angreift. Das kann ja wohl nicht wahr sein, Leute. Gehen wir schnell weiter. WWE SmackDown Tag Team Champion Titel New Day gegen Rusev Day. 10 Minuten hier an dieser Stelle. Ich sag mal so, den absoluten Klassiker bringen wir hier wieder. Wie wär's mit einem New Day Split? Ich book das hier mal absichtlich nicht, vielleicht passiert es dann, keine Ahnung. Der Zug ist hier in diesen Booking-Videos auf jeden Fall erstmal abgefahren, würde ich behaupten. Rusev Day trennen sich aber tatsächlich in meinem Szenario. Ich liebe Tag-Team-Splits doch so sehr. Aiden English kostet seinem Team den Sieg, das passt super in die Story, die man da gerade erzählt. New Day verteidigt und Rusev geht als Einzelwrestler weiter, trennt sich dann endgültig von Aiden English und geht dann mit Lana weiter. WWE Champion Titelmatch AJ Styles gegen Samoa Joe. 20 Minuten Matchzeit, Intensität pur, oh yes. Samoa Joe ist ein Badass MF und er ist zu weit gegangen. Er hat die Familie von Styles involviert. Styles muss das genau im Ring verkaufen, muss die Aggressivität zeigen. Man muss sehen, dass Styles Joe absolut verabscheut, denn das spielt in die Match-Story rein. Die Match-Story ist, dass er genau durch diesen Hass, den er auf Joe hat, die Kontrolle verliert. Er ist unkonzentriert. Joe hat es mit den Mind Games quasi geschafft, Styles zu verunsichern. Und Joe gewinnt am Ende genau deswegen den WWE-Titel mit der Coquina Clutch. AJ Styles geht K.O. im Move von Joe. Und Samoa Joe ist der neue WWE-Champion. Der beste Moment, den man ihm hier geben kann. Das Raw-Frauentitelmatch haben wir ebenfalls auf der Card. Ronda Rousey gegen Alexa Bliss. Das geht ganz kurz, 5 Minuten, weil Rousey eben wieder dominant dargestellt werden muss. Ähnlich wie beim SummerSlam quasi von der Länge her. Ronda Rousey hat wenig Probleme gegen Bliss und gewinnt trotz Storyline-Verletzung. Es muss einfach rauskommen, dass Alexa Bliss nicht ansatzweise eine Chance hat gegen Ronda Rousey, dass sie ja weiterhin in ihrer Darstellung authentisch bleibt. Der SmackDown-Frauentitel ebenfalls auf dem Spiel zwischen Charlotte Flair und Becky Lynch. Hier würde ich 20 Minuten geben. Wir haben ein sehr kurzes und ein sehr langes Frauenmatch auf der Karte. Denn das hier, was wir hier sehen, das ist die beste Frauenfehde, die wir haben. Vielleicht die beste Frauenfehde des Jahres. Und vielleicht wird das hier das beste Frauenmatch des Jahres. Es ist an der Zeit, Becky hier den Titel zu geben. Es wird nämlich kein besserer Moment kommen. Sie ist so over wie noch nie. Becky haut rein, wrestelt im Ring härter und aggressiver als zuvor. Charlotte hat keine Chance gegen die neue Becky, die sich mit dem Disarm her den Sieg hier erkämpft. Gehen wir zum Main Event. Hell in a Cell, Roman Reigns gegen Braun Strowman. 15 Minuten Matchzeit wird hier geben. Das ist das Finale des Pay-Per-Views. Strowman, der neuerdings als Heel wieder auftritt
Und das muss richtig ausgekostet werden. Er muss Reigns nach Strich und Faden verprügeln. Er muss der Heel in diesem Match sein. Dazu kommt, dass Strowman Reigns am Anfang des Events ja bereits am Bein verletzt hat. Reigns geht also mit einer Verletzung in dieses Match und hat im Endeffekt auch deswegen keine Chance mehr gegen Strowmans Übermacht. Strowman holt sich den Titel, weil es total lächerlich wäre, wenn er hier nicht erfolgreich eincasht und nach dem Heel-Turn dann hier auch noch verliert. Leider wird das aber, glaube ich, so passieren. Mehr, was wir glauben, was so passiert, Björn und ich, das werden wir in der Preview besprechen. Schaltet da gerne am Samstag zu ein. Da werden wir nochmal unsere Tipps und Erwartungen kundtun für euch im Podcast. Ich verabschiede mich jetzt. Dankeschön, dass ihr hier dabei wart bei diesem Booking-Video. Schreibt unbedingt rein, wie ihr den Pay-Per-View booken würdet. Da gibt es immer unterschiedlichste Meinungen. Es gibt Leute, die mir total zustimmen. Es gibt aber auch Leute, die sagen, boah, was für ein schlechtes Booking. Ist immer mega interessant. Also Leute, unten eure Kommentare rein. Ich freue mich darauf. Haut rein. Ciao, ciao.